Guten Morgen, liebe Zuschauer zum jetzigen JFD Live Trading TV. Hier am Freitag 10:30 Uhr nach dem starken Ausverkauf, nach der Ausverkaufswelle vom Vortag, muss man sich hier sicherlich immer mal wieder orientieren. Der DAX hier buchstäblich im freien Fall gewesen. Technisch eigentlich auch gut begründbar, denn mit Aufgabe des Supportbereichs hier vom Tief des 8.7. war dann sozusagen der Damm gebrochen. Und unter technischen Gesichtspunkten hätte man hier möglicherweise ein Fake vermuten können, aber dabei blieb es nicht. Es kam hier zu diesem gestrigen wahren Ausverkauf und das führte den DAX hier so enorm tief, dass es selbst heute Morgen hier dann schon sehr, sehr deutlich hier in der 24-Stunden-Indikation in Richtung 10.000 Punkte ging. Der Witz an der Geschichte ist eben nur, dass das in der vorbörslichen Session, außerbörslichen Session so stattfand, denn schauen wir hier auf den DAX im Xetra-Handel, dann haben wir hier den Tief bei 10.228 und Ende al dente, das heißt hier der Move in Richtung 10.000 im Sinne des außerbörslichen Geschäfts fand so nicht statt. Da kann man sich natürlich jetzt streiten, was hat hier mehr Macht. Rein technisch gesehen könnte man fast sagen, okay, die 10.000 haben wir fast schon gesehen. Jetzt sehen wir hier die aktuelle Kerze hier in der Indikation sehr, sehr dynamisch, also von den Tiefs ist der DAX hier buchstäblich emporgeschossen, schon mehr als 300 Punkte, wie man sieht. Und das ist natürlich hier sehr, sehr interessant jetzt zu beurteilen, wie kann es hier weitergehen. Also rein technisch haben wir, und das ist natürlich kein Geheimnis, eine ja, Sommerflaute, beziehungsweise jetzt eine eher saisonal kritische Phase vor uns, die sich hier mit dem neuen Verlaufstief jetzt rein technisch in jedem Falle bestätigte. Wir nehmen mal hier dieses Harmony Pattern raus. Es gilt natürlich abzuwägen, ob hier noch eine Ausdehnungsformation möglich wird. Die hat allerdings sicherlich noch Zeit, denn aktuell sehen wir hier erstmal die Möglichkeit eines korrektiven Rücklaufs aufgrund der jüngsten starken Verluste. Und dies könnte hier mit Blick auf Tagesbasis, und das ist natürlich jetzt sehr, sehr, sehr simpel ableitbar, wir nehmen mal hier die Horizontallinie bei 10.650 raus. Das war ja definitiv ein wichtiges Stopplevel. Also hier gerade unter Gesichtspunkt eines möglichen Harmony Patterns der Gartley-Formation war hier ein Exit zwingend notwendig und man hätte sich ja gut knapp 600 Punkte Korrektur erspart, wenn man den Stop eben eingehalten hätte. Ganz normal im Trading, das war eine Gegentrend-Spekulation im Sinne der Harmonie. Stop gefillt, beziehungsweise hier viel mehr, wenn man es denn überhaupt gewagt hätte, weil die Indikation war nicht so eindeutig im Zuge der Schwäche der Amerikaner, aber man muss natürlich dann immer darauf achten, wenn es hier neue Reaktionsbewegungen gibt, wie das Unterschreiten des Tiefs vom 8.7., dann gilt es aufzupassen. Genau dieses Level ist jedoch jetzt aktuell hier natürlich relativ simpel als Pullback-Level geradezu ambitioniert zu empfehlen. Also sollte der Index hier in diese Richtung einschwenken, dann wäre das hier eine sehr, sehr schöne Chance, gegebenenfalls mit einem kleinen Pullback nach oben nochmal drüber, hier eine mögliche Short-Chance zu suchen. Ich zeichne das auch nochmal ein Stück steiler hier mit einem Abwärtstrend in der 24-Stunden-Indikation, obgleich das mir hier schon ein Stück zu steil fast ist. Aber wie gesagt, das wäre hier zumindest mal eine Überlegung, den DAX hier im nächsten Abwärtsswing wieder zu shorten. Denn, wie gesagt, wir sind hier eigentlich erst am Beginn einer möglichen Abwärtsbewegung, obgleich der DAX natürlich hier im Vergleich zu den US-Indizes schon wesentlich mehr abgegeben hat, hier auch gerade auf Tagesbasis sich schon deutlich intensiver in einer Abwärtsbewegung befindet. Mit dem neuen Tief hat sich dieses jetzt eben auch bestätigt. Also hier der DAX natürlich im Freiflug. Der Witz ist nur der, und dazu werden wir nachher auch nochmal einen Artikel schreiben. Man muss jetzt eben abwägen, was passiert. Alle wollen die 10.000 beim DAX sehen. Haben wir selbst in der außerbörslichen Indikation noch nicht gesehen. Die Frage ist, kommt das Level? Ein Spike darunter ist meines Erachtens sogar möglich und insbesondere sogar, wenn die Amerikaner richtig in eine Korrektur mal einschwenken sollten, was sie bislang noch nicht wirklich getan haben. Dow Jones gestern hier mit dem größten Minus seit langem, weil im Prinzip immer wieder die Dips gekauft wurden, ist es eben dann doch sehr, sehr interessant mal zu sehen, was dann eben hier am Markt abgeht, wenn die Amerikaner eine Korrektur eingehen. Dann dürfte der DAX ja eigentlich nochmal richtig zurücksetzen. Würde jetzt keine Gründe finden, warum das dann nicht so sein sollte. Also insofern aufgepasst. Es sei denn, der DAX koppelt sich wieder von der negativen US-Entwicklung dann ab. Das wird sich alles entscheiden müssen. Rein technisch, wie gesagt, mit dem neuen Verlaufstief ist auf jeden Fall hier erstmal der Damm gebrochen. Die Frage, kommen die großen Investoren zurück oder nicht, muss man erstmal abwarten oder sich erstmal abwarten stellen, denn vor dem saisonalen Hintergrund und mit dem jüngsten Verlaufstief
hat sich im Prinzip das bärische Setup bestätigt und ist meines Erachtens noch nicht fertig. Also die 10.000 sollte jetzt auf jeden Fall kommen. Es war ja auch gestern schon im Video gesagt worden, zwischen 10.650 und 10.000 ist im Prinzip kein Support-Level existierbar. Und wenn wir jetzt rausscrollen, dann sieht man das hier sehr, sehr schön, dass hier in der Tat eigentlich kein Support-Level kurzfristiger Natur, also bis ins laufende Handelsjahr zurück betrachtet, zu finden ist. Und erst hier bei 10.095, 10.000, das ist eben auch die runde Hausnummer. Da finden sich erste Support-Levels und die, meine lieben Zuschauer, denke ich, werden auf jeden Fall nochmal erreicht. Da kann die heutige oder auch möglicherweise zu Beginn der nächsten Wochen laufende Erholungsbewegung sicherlich nicht viel dran ändern. Es deutet sich also insofern an, dass korrektive Rückläufe, wie wir sie aktuell sehen, hier Möglichkeiten darstellen, um Short in den Markt zu kommen. Machen wir das mal hier an der 24-Stunden-Indikation mit Fibonacci kurz fest. Von diesem Indikationstief, was wir heute Morgen gesehen haben, bis hier zum Reaktionshoch vom August, wandeln wir das Ganze in den Lock-Style. Ja, da haben wir hier auch das 38er Fibonacci-Level im Bereich dieses Tiefs hier vom 8.7. Das ist eine gute Marke, das ist eine gute Zone. 10,6 haben wir dazwischen, also wir machen hier mal direkt so einen Block rein. Das wäre auf jeden Fall ein anständiges Level, wenn der DAX bis dorthin läuft, um sich nach Short-Möglichkeiten umzusehen. Natürlich immer im Kontext auch der Stimmung am Markt der Amerikaner, aber es sieht, wie gesagt, sehr, sehr deutlich danach aus, dass wir hier definitiv weitere Tiefs und auch nochmal einen Spike unter die 10.000 sehen. Wie es dann weitergeht, wie gesagt, da werden wir nachher nochmal einen größeren Artikel abschließen zu. Da seien Sie mal schon gespannt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Gehe auf jeden Fall später nochmal online hier im JFT Live Trading, um sie sozusagen dann weiter auf dem Laufenden zu halten. In der kommenden Woche schon mal vorab wird es erst am Donnerstag weitere Sendungen geben. Das heißt, es gibt eine kleine Pause in Sachen Live-Sendungen. Da wird dann aber auch trotzdem weiter Untertags-Content auf dem Stream erfolgen. Also insofern kein Grund zur Sorge. Ich sage erstmal bis später, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag nach diesen dynamischen Auftaktsbewegungen, wilde Wolle am Markt. Und wenn Sie mögen, hören wir uns später wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.